Aber Nick sieht fresh aus mit dem Hut. Hat er einen Hut auf? Ja. Sieht gut aus. Aber die Ohren stehen ab, oder? Geiler Song. Hallo zusammen. Servus. Hola. Hola. Da, hinter dir. Mensch, wie Ostern. Auf dem Boden sind sie nicht. War alles klar mit euch? Gut? Ja, alles bestens. Bisschen heiß, ne? Mit dem Song gut klargekommen? Ja, perfekt. Ja, sehr gut. Okay. Guter Song. Great Song. Wir haben mal so eine Auswertung gemacht, bei welchem Song immer die Kandidaten ausscheiden. Und jetzt dürft ihr 23 Mal raten, welcher Song das war. Es ist wirklich wahr. Die Leute früher in den Motto-Shows, wenn sie den Song genommen hatten, waren sie immer draußen. Keine Ahnung. Wollte ich gerade sagen. Ja. Anyway. Let's hear it. Ich bin gespannt. Die Brit ist hart. Die Bass dran. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. And every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me, and my poor heart aches with every step you take. Every making out the dial. Oh. Since you gone, I've lost without a trace. I dream of night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, baby, I'll be watching you. Also Leute, in den 16 Jahren hat die Nummer noch nie eine Gruppe so geil gesungen wie ihr drei. Das muss man ganz ehrlich sagen, ja. Weil es war wirklich Weltklasse, ja, was ihr da gemacht habt. Nick? Ja. Also das klingt immer so, als wenn drei Leute übereinander gleichzeitig singen. Du hast das, die Stimme ist so fett, du. Die ist fett. I love you. Thank you so much. Er ist einfach ein fertiger Künstler. Er ist schon, da musst du nichts mehr machen. Also you are great, bro. Nick, great. Your posture was good, man. Yes, yes, I like it. Thank you so much. Okay, da muss ich jetzt mal ein bisschen was Kritisches sagen. Ich fand's nicht so geil. I thought maybe you could stand out from the others a little bit, but I thought Devin was very good too. And
So of course it was good. It was very good. I can't say anything bad about it. But I'm figuring out where you're gonna up your game to. Darwin, du hast eine gute Leistung gebracht. Die Stimme ist ein bisschen dünn, aber du hast mit viel Gefühl gesungen. Ich bin ein Fan von dir. Wieder mal eine andere Art von Musik für dich, eine ganz andere Nummer. Ich mag dein Outfit, ich mag dein Style, ich mag deinen Ausdruck. I like it. Vielen Dank. Dankeschön. Lukas, du hast nicht so viel Druck, aber du hast so eine Wärme in der Stimme. Ja? Du hast es unheimlich, so die traurigen Passagen. Da so, ja, ja. Weißt du hast nicht diese Power, die der Nick hat, aber du hast sehr schön gesungen. Und ich glaube auch, dass einige kleine Mädchen da so gedacht haben, oh, das klingt aber schön, ja. Ja, Dieter, ich bin diese ein Mädchen, die so denkt, ja. Wenn er genau das, der hat mich angeschaut. Ich glaube dir das auch. Ja, du hast so einen super Blick. Und ich glaube, wenn du mal in den Live-Shows kommen würdest, da werden für dich alle Mädels anrufen. Ich liebe Gefühle, so innige Stimmen und da bist du der perfekte Mann bei uns. Danke. Ja, Lukas, ich fand es ein bisschen schwach tatsächlich. Was die anderen als sanft und so empfunden haben, habe ich einfach als bisschen Fehlinterpretation vom Song empfunden. So, du wusstest, glaube ich, nicht ganz genau, wohin mit deiner Stimme da und wolltest nicht diesen Druck, den der Sting da, den konntest du, glaube ich, nicht so produzieren. Also das war für mich jetzt das Schwächste. Ich würde mir wünschen, ihr würdet da alle noch eine Schippe drauflegen, vor allem jetzt in der Phase. I was going for the mystery. Ich will lieber der geheimnisvolle Typ bleiben. So wie Xavier. He's a mystery man. Er ist geheimnisvoll. But without a hat today, come on. Okay, thank you very much. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Alles Liebe. Dankeschön. Danke. Ich finde jetzt nicht, dass das jetzt viel schlechter war. Als Sting? Ich finde das jetzt nicht, das Sting das jetzt tausendmal besser ab. Oh, okay, ich meine. Yeah. Die Jungs haben mit ihrem Auftritt schon jetzt die SDS-Geschichte geschrieben, aber. Ich hätte, glaube ich, doch noch eine Schippe mehr drauflegen können. Irgendwie war ich selber nicht so krass zufrieden. Ich weiß nicht, woran das liegt, so an dieser Luftfeuchtigkeit oder keine Ahnung, habe ich irgendwie nicht so diese Power entwickeln können, so richtig. Diese Power hat wirklich tatsächlich gefehlt und deswegen habe ich halt so ein bisschen soft rübergebracht. Vielleicht war das ein Tick zu viel. Xavier war ein bisschen unsicher, aber Dieter fand es super. Danke, Dieter. Das war, glaube ich, das größte Kompliment, was er machen konnte. Irgendwie. Das war unglaublich. Cool. War ein geiles Gefühl. Ja. Die Entscheidung gibt es erst am Ende des Tages, aber diese drei müssen wohl keine Angst haben.